Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatons. Heute packen wir einen Film aus dem Spiel, den ich auf der Arbeit gekauft habe, und zwar Zombieland Doppelt hält besser. Der lief 2019 in den Kinos, ich glaube auch Ende, Mitte 2019 sind auch die DVD und Blu-ray erschienen und ich habe ihn jetzt mal auf der Arbeit mitgenommen. Kostet eigentlich 12,99 €, ich habe aber nichts bezahlt, weil 10% plus Gutschein, also umsonst, und deswegen habe ich mir den mal mitgenommen, weil ich den ersten Teil sehr gut fand, der 2009 in den Kinos war. Ja, und hier haben wir dann den zweiten Teil. Ich weiß nicht, wie er ist. Wenn euch der Film interessieren sollte, ich werde euch meinen Trailer in der Videobeschreibung verlinken, könnt ihr euch den mal ansehen. Ja, und hier sieht man wieder die Charaktere aus dem ersten Teil. Bekannteste ist natürlich Woody Harrelson, der in verschiedenen Filmen schon mitgespielt hat. Ich glaube, in den letzten Mal dieser Film und Midway, kann das sein? Ansonsten, ich kannte ihn damals aus Cheers, der Serie, fand ich sehr gut. Ja, und ist auch wieder ab 16 Jahren freigegeben. Ich glaube, ist auch ungeschnitten. Und ja, der Film hat Sprachen Deutsch und Englisch, Französisch, sowie Französisch für Hörgeschädigte, Spanisch. Untertitel haben Deutsch, Englisch, Arabisch, Flämisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Türkisch. Bildformat ist 16:9 x 2,39,1, Laufzeit 95 Minuten. Und das war's eigentlich. Bonus haben wir die Fahrzeuge von Zombieland, Regel für den Dreh von Zombie-Filmen. Die Entstehung von Babylon, frisches Blut, Filmkommentar. Ja. Und ja, ich hätte mir den auch so mal gekauft, aber wenn ich ihn auf der Arbeit so kriege, nehme ich ihn noch gerne mit. Ich glaube, hier gibt es auch eine neue Zombie-Art in dem Film. Und ja, ich bin gespannt. Sehr schlicht alles, aber das war bei Teil 1 auch schon so. Zeige ich euch auch mal. Auch nur so eine weiße DVD. Schade eigentlich, aber gut. Ich denke, der Film wird mich unterhalten. Der erste Teil hat mir damals sehr gut gefallen. Und ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dem Film schreiben. Habt ihr den schon gesehen? Wie fandet ihr den? War der gut? War der schlechter als Teil 1? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten wünsche ich noch weiter schöne Feiertage. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Gavatons. Ciao.